Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ja, wir sind in der 23. Level jetzt. Es fehlen nur noch 3 Level bis zum letzten Kampf. Und ja, wir gehen auf in die Level 23, Night Fight. Und ich bin jetzt gerade heilfroh, dass ich Night Flight hieß. Weil sonst müsste ich wahrscheinlich mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen. Ja, okay, so was habe ich mir gedacht. So, dann, was haben wir denn noch? Kann ja wohl nicht schlimmer sein als die eine Bonus-Level, ne? So. Dir denn? Dir. Das war zu früh! Ich muss ja mit einem unnötigen Tod anfangen, ne? Bist du. Ah, Hilfe! Hey, listen! Ja, zack. Jetzt sage ich auch, weiß, aber mit R1 rutschen kann, ist das, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Weil von Kreis auf X zu gehen, da ist ein bisschen nervig. Zack. Auch weil ich wahrscheinlich Rutschen nicht so oft nutzen werde. Und da ist das Secret Dingen und das war wieder doof. Und ich sollte vielleicht weitergehen. Ja, ich habe immer noch mit Kreis gedrückt. Gib mir das. Ey, da bin ich auch schon wieder gegen die verkackte Wand gegen die Decke geknallt oder irgendwie sowas. Wenn ich schnell runtergefallen bin, ey, Mann. Jetzt habe ich mit der 1. Mann. Ja. Meine 15 Leben, die werden immer weniger. Ich hatte mal was mit 40. Wie ist das passiert? Da ich knall gegen die Wand, was ist das? Also gegen die Decke. Dann fahre ich runter. Ich kann nicht hier diesen hohen Sprung machen. Das ist so dämlich. Also ich muss doch eine Drehung schaffen und dann werde ich so oder so frecken. Mann, gibt's doch nicht. Kann ich doch nicht machen. So, meine Güte, ey. So, Checkpoint, danke. Wir sagen mir, dass das Level nicht mehr lang ist. Ich habe zwar erst 9 Kisten, was noch nicht genug ist anscheinend, aber was soll's. Kann nicht so schwer sein wie die eine Level. Ich will mich vorstellen. War ja eine Special Stage, sag ich mal. Dann komm doch mit! Oh Mann. Wie, ich muss die an... springen, was ist das denn? So. Bin ich so dämlich, ja. Gerade ein Leben weggehauen. Das sah irgendwie so aus. Verdammt. Ja, ich habe 3 dazu bekommen. Ich bekomme noch 1, okay. Ich dachte gerade, das Spiel hängt sich auf. Egal. So, da gehe ich nicht zurück. Oh. Muss ich erst die Level überhaupt schaffen, um so ein Ding zu aktivieren? Ich weiß halt gar nicht. Ja,
schon oft an so ein Ding vorbeigelaufen. Da muss ich erst das Spiel durchspielen, ich weiß es nicht. Werde ich halt irgendwann herausfinden. Ja. Ach. Da geht schon wieder meine Leben hin. So ein Dreck. Nein! Boah. Oh. Ja, pff. Oh Mann. Warum komme ich hier eigentlich noch eine Dingens? Ich verstehe nicht. Na, wie boah. Zwei Stück. Wo habe ich die denn verpasst, Mann? Ah. Egal, nächste Level. Ja, die Edelsteine werden immer seltener anscheinend. So, Pack Attack. Ein Edelstein, ein Kristall. Ich denke mal, das ist irgendwie eine. Weiß ich nicht. Aber wir haben schon wieder. Nein! Könnt ihr es wagen? Oh Mann. Okay, irgendwas verwirrt mich jetzt hier. Mit A1 kann man auch nach vorne. Aber das soll. Das setzt so ja kriechen. Und da kriechen tut man eigentlich nach hinten. Ja, ich glaube, das ist irgendwie besser so. Soll ich trotzdem mit nichts. Mach das wieder durch. Bin mir nicht sicher, ich dachte, da wäre was. Oh, scheiße, die Dinger. Hat keinen Checkpoint. Habe ich das nur gesehen? Nein, nicht so ein Typ schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was der da macht, wenn er dagegen fliegt, aber okay. So. Mitten durch. Nein! Oh, so kurz vom Checkpoint. Och, Mann! So. So viele Sachen, die einen aus dem Konzept bringen, meiner Meinung nach. So. So, Aquaco, den brauche ich mal für so eine Level hier. Finde ich gut, dass der, dass die mir auch mal hier eingeben. Boah, leck mich am Arsch, was ist das denn? Ah, okay. Ich wollte übrigens nicht A sagen. Tut mir leid. Kann ich das berühren? Ich habe Aquapi, mir kann nichts passieren. Machen wir erstmal den kaputt, bevor ich den Checkpoint hole. So. Wenn ich das Ganze nicht nochmal machen muss. Au. Wie jetzt, ey? Oh.
geh weg da. Ich habe immer Angst, dass ich mich bei den Typen irgendwie verschätze hier. In der Reichweite. Dann berühre ich den und dann bin ich natürlich tot, ne? Weil Gegner berühren geht gar nicht. Wie wir alle wissen. Halt, halt, halt. Ne, ich warte lieber, bis die da wieder in der Mitte sind. Jetzt ist das Kabel da unten gewesen. Was zum Teufel? Okay, das war mehr als knapp. Aber es hat geklappt. Deswegen bin ich froh. Bam, alle Kisten. Jawohl, danke. Ich mag diese Level nicht. Zum Glück muss ich da nicht nochmal rein. Dann schaffen wir wahrscheinlich in dieser Level, in diesem Part, die 25. Level. Und dann geht's ab gegen Cortex. Ein bisschen ungünstig, der Zeitpunkt, würde ich sagen. Weil ist der Kampf gegen Cortex irgendwie nur ein Part lang. Spaced out. Hoffentlich schaffe ich das alles noch in diesem Part. Und wie das auch so eine Jetpack kann. Danke. So, die letzte Level. Und ich bin schon direkt verreckt. Was zum Teufel? Wenn wir aufhören, wirklich jeder Level irgendwie neue Elemente einzubauen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Das ist. Ey. Boah, sieht schon nach einem höllischen Level aus, ey. Hey. Wolfe. Wer ist auf den draufspringen? Da ist das Bonus-Ding wieder. Hilfe! Okay, wir gehen nicht zusammen. Was bringt mir das jetzt? Nix, okay. Was zum Teufel? Wieder gesprungen, Mann. Das sind echt dämliche Tode, kann das sein? Wie? Ja, die tun mir voll leid, die Typen, ey. Was für schreckliche Weisen, die sterben, ey. Nein. Ah, oh, meine Schuhe. Ich habe das Ding mit meinen Schuhen berührt. Mein ganzer Körper löst sich auf. Ja, das ist einfach. Komm mal mit. Wow, Hilfe. Boah, ist das gemein. Boah, ist das gemein. Wie soll ich denn da rüberkommen, ey? Und nur von oben. Ich kann von oben. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ja, und jetzt? Was zum Teufel? Zum Teufel. Hey, wo ist Aquaco? Maha. Versuch mal lieber von unten. Ich glaube, das ist sicherer.
Ich habe keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon da drauf gegangen bin. So, sehr gut. Ha. Das ist ein neuer Checkpoint, sehr gut. Boah, ist er weit weg. Boah, ist er weit weg. Alter, ist er weit weg. Mein Gott, ist er weit weg. Habt ihr gesehen, wie weit weg der war? Ich komme jetzt beim Bonus-Ding wieder raus, ne? Nein, was zum? Ja, beim ersten Teil, ne? Wenn man alle Tussi-Symbole gesammelt hatte. Aber Aquaku kriege ich wieder, sehr gut. Ah. So. Hilfe. Nein, Mann. Oh. Ich glaube, das hat Ende der Level, oder? Ich habe auch gar nicht im Kristall, was? Ach, Mann. Was ist denn das? Nein, Mann. Oh. Was für behämmerte Tode das sind, ne? Ach man. So. Ja! Nein, das ist Ausgang. Der Ausgang, der Ausgang. Oh Mann, das war geil. Ich soll echt warten da, Mann. Ja, danke. So, I heard you need help. Ich habe schon wieder nicht gewartet, ey. Muss mir echt selber zuhören, ey. So, ja, so einfach ist das. Oh, Edelstein, her damit. Boink. Ich wollte schon sagen, habe ich den Kristall nicht. Hast du drei gedrückt? Wie, der Kristall ist nicht da. Ah. So, dann zum letzten Boss, ne? Ja, okay, ist gut. Der Part ist ein bisschen lang. Also mach mal weiter. Ja! Mein Plan ist beinahe erfüllt. Das habe ich nie mehr Crash Bandicoot zu verdanken. Jen, was ist los? Was ist das? Er steht doch nicht etwa unter dem Namen. Crash? Cortex wird die Kristalle nicht dazu verwenden, die Welt zu retten? Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn Wie jetzt? Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nimm ihn in die Kristalle ab! Engine, du Blödmann! Sie erzählt ihm alles! Wir sind wieder da. Ich entschuldige mich für die Störung. Crash, bring mir Kristalle! Wie bringen wir Kristalle? Ich habe schon alle. Okay, ich würde dann doch sagen, den machen wir ja im nächsten Part, weil da kommt ja auch noch ein Ending und all so was. Ne? Das wird ja auch wieder ein bisschen dauern. Deswegen lassen wir das und sparen wir uns das bis zum nächsten Part auf. Wo wir erstmal den Typen fertig machen. Dann versuche ich nochmal so viel wie möglich hier zu erledigen. Ja. Stein, sage ich. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ding!